Früher haben wir dann gesagt, keiner verlässt die DDR, bis wir das nicht wiedergefunden haben. Heute sagen wir, das ist die Autorin beim Durchsuchen ihres Vorlasses, jetzt im Film. Ja. Wenn es ist ein einziges Bild, aber ach gut, das ist wichtig. Okay. Okay. Sie können ruhig anfangen. Ich räume hier nur ein bisschen herum. Gut. Ich freue mich, dass wir Theresia Mora in der Archivbox zu Gast haben. Vorstellen muss man sie kaum. Autorin und Übersetzerin, geboren in Ungarn, in Berlin lebend. Sie hat so viele Preise erhalten, dass man sich eigentlich fragen kann, welcher war nicht darunter bisher. Der Nobelpreis zum Beispiel, aber sonst eigentlich so ziemlich alles. Der Ingeborg-Bachmann-Preis, ja. Der Chamisso-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse, der Deutsche Buchpreis und so weiter und so weiter. Besonders beeindruckend ist für mich, dass sie sich eine Trilogie vorgenommen hatte, die Darius Kopp und Flora-Trilogie, die durch den jüngsten Band Auf dem Seil nun beendet sein sollte. Sie hat aber natürlich noch viel mehr geschrieben, darunter unter anderem ihre Selbstreflexionen in den Frankfurter Poetikvorlesungen Nicht sterben. Ein Erzählband, Die Liebe unter Aliens und so weiter. Und wenn wir jetzt über die Frage sprechen, was sie in ihrer Archivbox tun würde, dann ist das eigentlich ein Gespräch auf dritter Ordnung, dritter Ebene sozusagen, ein Vorlass dritter Ordnung. Denn sie war schon einmal hier im Archiv und hat bei der Gelegenheit bereits etwas kreiert fürs Archiv. Und zwar deshalb, weil sie eigentlich nichts dabei hatte und dann hat sie einfach ein Fake-Manuskript geschrieben. Das haben wir gesucht im Vorfeld, aber es bisher noch nicht gefunden. Dieser Vorlass erster und zweiter Ordnung, wie man das schon nennen darf, nicht? Das Original war nicht da, dann das Fake-Manuskript, ist nun auch nicht mehr da. Also müssen wir auf der dritten Ebene anfangen. Und auf der befinden wir uns jetzt also. Einige wenige Autoren zählen ja zu denen, die solche Fakes tatsächlich auch inszenieren, G.M. Kutzi zum Beispiel und eben Theresia Mora. Ich bin natürlich besonders gespannt, auf welcher Objekt- und Gegenstandsebene wir uns diesmal befinden. Bleiben wir bei den Fakes oder gehen wir tiefer in die Geschichte der Fakes oder der tatsächlichen Objekte, wenn es sowas überhaupt gibt? Was haben Sie uns mitgebracht? Dann durchaus einiges, aber ich möchte etwas sagen, was ich gelernt habe aus den vorangegangenen zwei Panels. Noch bevor ich in Tränen ausbrach im zweiten Panel, habe ich mir während des ersten folgende Notiz gemacht, auch nicht vertrieben worden zu sein, ist schrecklich. Das Nichts, was danach bleibt und der ganze Schrott, den man immer noch loswerden muss. Deswegen schreibe ich auf dem Computer. Das hat natürlich etwas mit der persönlichen Familiengeschichte zu tun, dass nämlich meine deutschsprachigen Urgroßeltern zu den 10% gehört haben in Ungarn, die nicht vertrieben worden sind und sich das als ihr Unglück erwiesen hat. Sie wurden nicht vertrieben, aber enteignet. Und zwar bis hin zu der Ebene von das Fahrrad, das Radio, also alles. Nichtsdestotrotz werde ich als Alleinerbin in absehbarer Zeit zwei große Scheunen voller wertlosen, seit Jahrzehnten nicht benutzten Schrott und den Überbleibsel einer untergegangenen Lebensform selbstversorgender Bauern erben. Und nur ich werde in der Familie die seelische Kraft aufbringen, das, wenn ich könnte, in Flammen aufgehen zu lassen, aber einfach mal wegzuwerfen. Und es hat mich auch zu Erkenntnissen geführt bezüglich einer Archivbox. Ich habe folgende Erkenntnis über mich gewonnen während der ersten beiden Panels. Das ist tatsächlich, dass ich zwei bin. Ich bin Chaos und Ordnung. Und die Ordnung, das ist die Schriftstellerin, die ich bin. Das Chaos ist die Person, die ich bin und ich werde auf täglicher Ebene von diesem Chaos bedroht, auch in Form von Zehntausenden von Gegenständen in meiner Wohnung, die ständig wie so eine Flut auf mich zukommen und ich bin die Einzige zu Hause, die das versucht zurückzudrängen und was davon loszuwerden.
Und ich habe Folgendes erkannt, also ich habe mich bislang ungern beschäftigt mit Archivieren, also ich habe alles ungeordnet in irgendwelche Boxen geworfen, was nach der Arbeit an einem Buch übrig war. Und ich habe heute gelernt, dass ich diejenige sein muss, die das durchguckt. Und alles, was persönlich ist, geht niemandem was an. Das bleibt bei mir und meine Tochter darf es wegwerfen. Und alles, was mit der Arbeit zu tun hat, muss ich auch ganz genau durchgucken, denn nicht alles ist wertvoll. Ich muss nicht alle 26 ausgedruckten Versionen des Romans mit Kritzeleien behalten. Möglicherweise ist keine einzige Version davon irgendwas wert. Ich schreibe so gut wie nichts mit der Hand und das bringt mich zum ersten Objekt. Ich habe Folgendes getan, also als diese Anfrage kam, die üblichen 5 Phasen der Verleugnung, der Wut etc. Und dann guckte ich in meinem Büro einige weiße IKEA-Boxen durch. Und ich fand zum Beispiel, ich schreibe ja nie mit der Hand sozusagen, eine vergilbte Seite aus einem, wahrscheinlich noch, das sieht man deutlich, das Papier ist aus dem Osten, dicht geschrieben mit einer Handschrift, die sich verändert hat, seitdem ich Schriftstellerin geworden bin. Das muss also davor gewesen sein oder ganz am Anfang. Das Ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich war mir nicht sicher, ob ich nicht das irgendwo abgeschrieben habe oder dass das doch vielleicht von mir ist. Und irgendwann in der Mitte ist ein Satz, was mich davon überzeugt, dass das von mir sein muss, nur von jemandem, den ich nicht mehr kenne. So, und wir neigen ja dazu zu sagen, oh, Handschriften, ja. Ich werde Folgendes machen, wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich das durcharbeiten, wenn der eine Satz was bringt, ihn irgendwo verwenden, wo er einen Sinn macht und dieses Zeug hier wegwerfen. So. Also das kommt schon mal nicht ins Archiv. Das ist natürlich so, dass sofort jeder aus dem Saal hier aufspringen möchte. Nein. Dieses Papier festhalten. Nein. Aber das ist nicht wegtun. Nein, das ist falsch, weil ich meine, es gibt wertvollere, schönere Papiere, wo das, was draufsteht, einen Sinn ergibt. Also wir müssen nicht alles aufheben, das ist meine Meinung. Das zweite Objekt, das muss ich mir noch überlegen. Wie alle habe ich auch Notizbücher. Warum ist das interessant? Ich möchte das nur zeigen. Das sind eigentlich Notizen zu den Salzburger Poetikvorlesungen. Meine Schrift, ich blättere. Irgendwann hat meine Tochter dieses Heft übernommen. Und ab der Hälfte ist nur noch das drin. Ich werde Folgendes im Übrigen machen. Ich werde dann auch durchlesen, was hier vorne steht, ob das irgendeinen Sinn hat. Hier steht Ablauf Salz 1. Das ist der Ablauf der ersten Salzburger Poetik-Vorlesung. Aber ich werde das sozusagen im Familienarchiv behalten, weil das einfach mal, das ist auch interessant im Übrigen, die fallische Puppe. Es ist interessant, weil es darüber erzählt, wie wir Eltern schreiben. So. Ich habe einige Fotos dabei und was ich eben geguckt habe, ganz, ganz nervös und ganz eifersüchtig war Folgendes. Ich habe von denen allen keine negative, ich habe ein paar Originale. Und was sie nicht bekommen ist, Peter Rasterhase und ich im Tacheles. Weil ich gemerkt habe, das ist etwas für mein Familienalbum, es geht sie überhaupt nichts an. Aber was sie bekommen dürfen, ist Tim Staffel im Goethebus in Mexiko. Warum nicht? Ja, ich meine, vielleicht brauchen wir mal ein Foto von Tim Staffel im Goethebus in Mexiko. Was sie auch bekommen dürfen, ist, davon gibt es sehr, sehr viele, das ist eine Karte meiner Agentin, Karin Graf. Wahrscheinlich macht sie das mit jedem ihrer Autoren, aber ich denke gerne, dass sie das nur mit mir macht. Und sie schreibt mir ständig irgendwelche Karten. Und das ist die Begleitkarte zu einer Handtasche, die sie mir geschenkt hat. Was sehr nett ist, ich glaube, sie mag mich. Ich verstehe trotzdem nicht, warum sie mir eine Handtasche schenkt. Egal, es ist der Begleitbrief und es gibt noch viele von denen, die können sie alle haben. Weil ich finde, sie sollten auch alle Briefe haben, die Karin Graf an andere Autoren geschrieben hatte. Und daraus sollte man mal eine Ausstellung oder sowas, irgendein Projekt machen, oder? Also was schreibt Karin Graf? Was hat Karin Graf ihren Autoren geschenkt? Handtasche, Seidenschal, Strumpfhose, antiker Modeschmuck.
Das ist das, was ich bekommen habe. Und ich finde, es sollte mal eine Ausstellung geben, Dinge, die Karin Graf ihren Autoren geschenkt hat, mit Begleitbrief. Was das ist, das wissen Sie. Ne? Also das ist, habe ich auch vorher angekündigt, das habe ich von meinem, das ist eine Festplatte. Mein Mann war, hat mir gesagt, wie viele Gigabyte, ich habe es vergessen, aber er hat gesagt, dass mein gesamtes Oeuvre darauf passt. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Objekt, also hier ist es. Das ist ein fantastisches Objekt, aber ich glaube, ja, wir müssen über einiges noch einmal sprechen. Ja. Von Ihnen stammt der schöne Satz, die Autorin bin ich. Ja. Da will ich auch, das ist unstrittig. Aber als Vorlassgeberin. Ja. Über diese Rolle müssen wir noch mal reden. Na, ich glaube, erklären Sie es mir. Wir müssen unsere Vorlassverträge doch um einen Passus ergänzen. Die Autorin, ja, sollte nicht so strikt sein mit sich und ihrem Erbe, dass sie natürlich im Bereich Personenschutz, Familie, ja, ja, und so weiter hart zur Sache geht. Das ist ja vollkommen legitim, verständlich und auch gut. Aber die Dinge, die möglicherweise inspirieren und interessant sind, wie Esterhazy und sie im Tacheles, da müsste man mindestens drüber sprechen können. Hm. Das ist ja so ein Grenzbereich, so eine Grauzone. Es ist in der Literatur, es ist sicherlich nicht mehr im Privaten, aber zugleich scheint es sie sehr zu bewegt zu haben. Hm. Und so ein Objekt hätte man natürlich schon gerne im Archiv. Ich meine, es ist ein Foto, man kann einen Abzug machen, also oder eine Repro. Mhm. Das dürfen wir. Das darf man gerne machen. Also ich möchte auf jeden Fall, weil das ist natürlich eine persönliche Erinnerung, das war so ein halb privates Treffen, es war, glaube ich, als wir uns, also wir haben uns ja kennengelernt im Zusammenhang mit der Übersetzung von Harmonia Celestis, dem Outfit nachzuurteilen, oh, das steht doch drauf, ist das Jahr 2000, oder? März 2000, da ist es fast schon erschienen in Deutschland, es ist im Herbst erschienen, das heißt, ich war noch bei der Arbeit und er war in Berlin zu Besuch und wir waren zu dritt unterwegs, also meine Übersetzerin ins Ungarische, er und ich, und wir waren in damals noch bestehenden Tacheles und sie hat uns beide fotografiert und im Übrigen, ich erkläre ihm was und er hört sehr bescheiden zu. Aber daran erinnere ich mich gerne, als wir beide noch jung und jung waren. Ja, nee, aber ich meine, natürlich, also, aber ich habe das, glaube ich, auch falsch verstanden, ne? Dass man das hingeben muss und man es nicht mehr hat, etwas, was einem gehört. Ja, Sie vertreten ja jetzt die Gegenthese zu Ulrike Dresner im Grunde. Nämlich? Sie sagt, ich gebe alles und die Nachwelt soll es entscheiden. Und Sie sagen, Nachwelt, nichts Nachwelt. Ich muss erst mal sortieren, bevor irgendwer in der Nachwelt. Auch weil ich glaube, dass die Nachwelt nicht streng genug ist. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja Romanautorin und das bringt mit sich, dass ich sehr viel Papier beschreibe. Also auch, weil ich es Ausdrucke lese. Und ich finde, es ist einfach eine Frage von Anstand, einfach nicht so ein Tsunami an Papierblättern zu hinterlassen. Ehrlicherweise sind wir dafür auch dankbar. Warum? Achso, ja, natürlich, ja, natürlich. Und das Problem ist, so als Autor arbeitet man ja gerne vorwärts und nicht rückwärts. Also man muss, ich habe darüber nachgedacht und Matthias nickt auch sehr leidenschaftlich. Es ist so, warum ist es so, dass wenn man mit einem Buch fertig ist, alles nur beiseite fegt, weil es emotional sehr, sehr aufwühlend ist, ein Buch zu schreiben, das zu Ende zu bringen, du hast dann nicht mehr die Kraft, das auch noch zu ordnen. Das kriegst du nicht mehr fertig. Und dann merkst du irgendwann, wie die Jahre vergehen, du wirst nicht mehr alles schreiben können, was du schreiben wolltest. Du hast keine Zeit, das aufzuräumen. Aber ich muss mich dann trotzdem irgendwie zusammenreißen und versuchen sozusagen, den Schaden so sehr zu begrenzen, wie es irgendwie möglich ist. Aber was sie gerne haben dürfen, weil das im Grunde eigentlich hat das keine Bedeutung, es ist nur lustig. Ich lese mal vor. Rowohlt, sehr geehrte Frau Kriedemann, das bin ich. Wir haben uns am Telefon heute so geeinigt, gegen die Zahlung einer Gebühr in Höhe von DM 1500 räumen Sie uns eine Option auf Ihren entstehenden Erzählungsband, zu dem auch Durst gehört, ein.
Sie werden das Manuskript vorlegen, sobald es fertig ist. Und wir werden dann innerhalb von 4 Wochen darüber entscheiden, ob wir das Buch veröffentlichen oder nicht. Nehmen wir den Band an, wird die Optionsgebühr gegen den Vorschuss verrechnet. Ich möchte dazu sagen, der Vorschuss betrug 0. Was damit zusammenhing, dass sie mir etwas anboten, was ich als zu niedrig empfand. Und ich habe gesagt, dann 0. Aber ich möchte mit 2% mehr beteiligt werden. Denn so war ich im Alter von 28 Jahren, dass ich gesagt habe, ihr denkt, ich bin niemand, aber ich weiß, wer ich bin. Ich bin diejenige, die dieses Buch geschrieben hat. Und was ihr mir anbietet, ist zu wenig. So, nehmen wir nicht an, verfällt dieser Betrag zu ihren Gunsten. Und so weiter. Das finde ich sehr schön. Hans-Georg Hepe. Das kann jeder gerne haben, weil das sehr, sehr witzig ist, finde ich. Das ist ein schönes Dokument. Wir haben auch Verlagsarchive. Das wird den Rowohlt-Bestand wunderbar ergänzen und sicherlich auch ein ganz bestimmtes Licht auf den Verlag werfen. Das ist hoch. Ich weiß nicht, ich kenne die Briefe anderer Autoren nicht, ob das immer so läuft, aber ja. Aber was Sie da zuvor ausgeschüttet haben, war ja sozusagen ein ganzes Füllhorn. Kommen wir mal. Ja. Wir haben jetzt so viel auf den Tisch gelegt, das muss man ja jetzt nach und nach abarbeiten, nicht? Mit der Akribie des Archivs und so. Und Sie haben dieses ganze Füllhorn des Digitalen ausgebreitet, bis hin zur Festplatte. Mhm. Und wenn man die so anguckt, dann frage ich mich schon fast, welches Jahr ist denn das? Aus welchem Jahr kommt das? Das weiß ich nicht, weil das ist auch wieder so ein falsches Manuskript. Ne? Also ich habe zu meinem Mann gesagt, gib mir irgendein Speichermedium, was ich dann vorzeigen kann. Wir sind im digitalen Zeitalter. Da ist mitnichten das dran, drauf, was ich geschrieben habe. Ich habe zu ihm gesagt, ich fliege, es darf nicht schwer sein. Er hat die schönste Festplatte mitgegeben. Ne? Also Schmuck ist sehr, sehr Schmuck. Ja. Sehr, sehr Schmuck. Ja, kann man es um den Hals. Das heißt, das ist jetzt nur so ein Demonstrationsobjekt. Mir war nicht klar, dass die so klein sind. Wir haben ja ein externes Laufwerk, wo wir unsere Sachen sichern, also er seine, ich meine. Und das ist so ein großer Kasten und da stecken so große, hässliche Dinge drin. So groß und grau und so. Ja, das Digitale ist das Analoge von morgen. Das sieht man auch sehr schön an dieser Festplatte und das beschäftigt uns im Archiv natürlich sehr, weil wir immer... Also von der Floppy Disks über sowas, wir müssen das dann ja alles retro konvertieren und so. Also das ist ein hochinteressanter Bereich im Grunde. Ja. Gerade als Archivalie. Also wenn Sie davon mehr haben, USB-Sticks und so. Das, Es gibt alles möglich, aber ich muss sagen, tatsächlich, also bevor ich mich von diesem Mann scheiden lasse oder bevor, also ich muss irgendwie versuchen, da auch wieder Kontrolle zu erlangen, weil im Grunde hat er die Kontrolle über... mein digitales Oeuvre und deswegen ist es für mich auch ganz gut, dass das alles auch auf Papier da ist, also was ich jemals geschrieben habe, weil damit er mich nicht erpressen kann. Apropos erpressen, das muss ich noch, es ist eine Anekdote, die ich erzählen wollte und warum das wichtig ist mit diesem, hol den einen Satz raus, der vielleicht drin ist und den Rest schmeiß weg. Ich habe als relativ früh als Jugendlich, also noch in der, die Grundschule geht bei uns bis zur 8. Klasse, also zwischen der 5. und 8. Klasse, so habe ich angefangen zu schreiben, natürlich nur per Hand und ich habe jedes Jahr am 15. März, die Iden des März, das, was nicht gut war, im Kachelofen verheizt, mit dem Gedanken, sozusagen, es soll nicht gegen mich verwendet werden, niemand soll wissen, was ich für einen Blödsinn mache. Und dass ich mir gesagt habe, nur das, was ich nicht übers Herz bringe, wegzuschmeißen, das ist offenbar der eine Gedanke, mit dem es sich lohnt, weiterzuarbeiten. Natürlich sind diese paar Sachen, die dann übrig geblieben sind, über die Jahre auch über den Jordan gegangen. Und es ist so interessant, apropos Schriftbild, dass ich keine Schriftstellerin war. Ich merke an der Veränderung meiner Handschrift, ab wann ich eine Schriftstellerin war, nämlich ab der Beendigung von seltsamer Materie. Und dass tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ich nicht mehr so spreche, wie ich gesprochen oder geschrieben habe, wie ich das getan habe, bevor diese Transition vor sich gegangen ist. Das heißt, im Grunde ist dann auch für ein Literaturarchiv alles, was davor war, uninteressant, weil das nicht zu der Autorin gehört. Aber ist das nicht ein interessanter Prozess, das an sich selbst zu beobachten? Wo wird der Schalter jetzt umgelegt? Wie merkt man das? Nee, darüber gibt es natürlich auch keine Dokumente. Ne? Also irgendwie ist da immer ein Missing Link zwischen
Das habe ich als Kind geschrieben und das ist nicht Literatur und bam, ab hier ist es das. Und es gibt nie sozusagen Dienstag war es so und am Mittwoch war es so. Dazwischen fehlt immer etwas. Also es gibt ja dieses Feld, das heißt Literaturwissenschaft, die widmen sich dem dann ganz bescheiden und von der Pike auf und fragen, wann ist dieses Moment eigentlich? Hat man schon gefunden bei jemandem? Nein, aber vielleicht ist die große Hoffnung, bei ihnen dann endlich zu finden. Nein, denn ich habe apropos Poetikvorlesungen selber versucht, diesen Moment zu finden. Und also er ist nicht dokumentiert in Schrift. Ich weiß, wann der Moment war, als ich Schriftstellerin wurde. Das war, als ich Durst geschrieben habe, meine allererste Erzählung. Das beschreibe ich auch in den Poetikvorlesungen. Dass plötzlich ein Satz aus Prädikat Subjekt und Prädikat dann plötzlich ein literarischer Satz ist und dass du es weißt. Und ab da schreibst du mit einer gewissen Haltung einen Text. Aber ich weiß nicht mehr, was da. Das ist absolut verloren, was unmittelbar davor war. So etwas passiert manchmal. Aber immerhin, also ich kann berichten, dass dieser erste Satz sehr gut dokumentiert ist und dass er nicht per Hand geschrieben worden ist, sondern auf einem Computer. Und dass die gesamte erste Geschichte Durst auf einem Computer entstanden ist, in der damals üblichen Doc-Datei, keine Ahnung, was das war. Ich weiß, dass es ein schwarz-weißer Bildschirm war noch. Und es war ein Laptop und ein schwarz-weißer Bildschirm. Wie ist denn das bei Ihren Recherchen? Auch da gibt es ja häufig Momente, wahrscheinlich, wenn Dinge umschlagen. Also wenn man Ihre Romane anschaut, dann hat man das Gefühl, Sie sind eigentlich ständig in der Welt unterwegs. Cosplay über Lack- und Ledergesellschaften, Espresso-Bars, Sie wandern durch Japan. Auch da gibt es ja diese Momente wieder. Ja, es ist Folgendes, ich bin nicht viel unterwegs, nur mache ich aus wenig viel. Also ich war einmal im Japan, also ich habe nicht einen ganzen Roman daraus gemacht, sondern einen Vortrag und eine Erzählung, aber ich habe darin wirklich alles verwendet. Ja? Und ich war einmal in meinem Leben in der KitKat-Bar, nicht freiwillig, sondern als Produktionsassistenten eines Berliner Filmproduzenten, das war zu der Zeit, als die Love Parade ganz groß war und wir arbeiteten an einem Filmprojekt, was während der Love Parade spielte und unsere Hauptfigur sollte auch in die KitKat-Bar gespült werden und deswegen haben wir uns eine Rechercheerlaubnis für die KitKat-Bar eingeholt, was nicht einfach war und sind dann angerückt, 5 Mann hoch und ich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die anderen 4 haben sich extra so gekleidet, dass es klar war, sie sind hier keine Teilnehmer dieser Party. Ich dachte mir, du musst blend in. Also habe ich mir einen Lackrock angezogen und Netzstrümpfe und Haare und so weiter. Ich bekam auch sofort einige Angebote. Weil ich dachte, es ist nicht okay, das ist ein Sexclub, verdammt nochmal, du kannst nicht 4 Mann in Anzügen da sitzen. Ich meine, das sah auch pervers aus, aber ich sozusagen, die Assistentin, war dann angemessen gekleidet und aus diesem einen Erlebnis, das hat nicht sehr lange gedauert, aber ich glaube, ich kann daraus noch ein paar Sachen machen. Das muss man ja nicht noch ein paar Mal machen, es war alles vorhanden, die Schaukel und die, wie nennt man das, wenn die Sitze so sind? So diese, es waren keine Separés, weil es war keine Tür dazwischen, aber es war wie so Separés, ne, ohne Tür und Geschlechtsverkehr in jedem und Publikum in jedem, also wie es sich gehört. Also wir nehmen auch Kleidung, ich sage das nur so. Nee, die haben da aber wenig, achso, Sie meinen meine Kleidung, die habe ich nicht mehr, leider. Und sowas habe ich nicht gedacht. Wer konnte denn ahnen, dass das noch literaturwissenschaftlich wichtig wird, dieser Lackrock? Der ist längst weggeworfen, keine Ahnung, der ist nicht mehr. Generationen von Germanisten werden dann diesen Lackrock sich gedanklich vorstellen und nachmalen. Knautschlack von H&M, man kriegt es heraus aus dem Jahr, das war das Jahr 97, H&M. Vielleicht kann man das Secondhand noch besorgen. Ja, aber man kriegt es vielleicht aus alten H&M-Katalogen heraus. Wenn das so wichtig ist.
Na, das sind so die witzigen Sachen, aber das ist, wenn Sie schon mal hier sitzen, kann ich Sie fragen, inwiefern bringt uns das was, außer dass wir uns amüsieren und dass wir sagen, Literatur ist eine amüsante Sache und das sind nicht nur Bücherwürmer, sondern die stehen mitten im Leben, kleiden sich dem Anlass entsprechend und setzen sich ein mit ihrem ganzen Körper quasi bis zu einem gewissen Punkt. Also ich als Privatperson und Wissenschaftlerin habe dazu eine Meinung. Ja, bitte. Die Wissenschaft selber würde jetzt sagen, dass ich referiere das nur, da geht es um Aura. Die Aura der Theresia Mora, die bei ihrer Recherche in einen KitKat-Club hineingestiefelt ist, ja, und sich also dieser Situation aussetzte. Ich selbst als Privatperson, Wissenschaftlerin, verhalte mich dazu etwas distanziert. Mhm. Aber gleichwohl scheint es mir wichtig zu sein, dass dieser auratische Aspekt der Literatur, dass der nicht ganz entfällt. Das wäre schade. Ich glaube, dass das mit diesem auratischen, das ist, ich will nicht so tun, als würde mich das nicht auch mein Interesse bei anderen wecken. Andererseits ist das doch schon so ein bisschen so ein schambehafteter Moment, wenn es um einen selber geht, oder? Also, dass man sagt, das ist irgendwie schon, es ist lustig, es zu erzählen auf einer Party. Es ist irgendwie peinlich, wenn es eingeht in die Geschichte. Andererseits, ich weiß, dass solche Sachen den Marktwert eines Autors erhöhen können. Ne? Rucksack, Pfeife, was wir auch alles haben. Didgeridoo. Ja, genau. Oder wie das Teil heißt, nicht Didgeridoo. Das. Ja, wie auch immer. Also das sind Dinge, die wir, aber zum Beispiel das Mini-Didgeridoo hat ein... Aber das hatte auch ein, sozusagen, du hast es erklärt mit der Verlängerung des Atems und das hatte etwas Poetisches. Das mit dem Lackrock, das ist interessant. Aha, ich komme dahinter. Lack, Leder, Haut, seine Haut zur Markte tragen, da sein, unmittelbar. Da wird jetzt man was kann Poetisches was daraus machen. Ne? Das ist... Einiges, also Didgeridoo spielt vor, Rock tanzt, also ich weiß auch nicht. Ja. Oder anderes. Ja, das ist dann die Aufgabe der Museumsleitung zum Beispiel, also dem jeweiligen Ausstellungsmacher, das in Szene zu setzen. Aber ich muss sagen, also stellen wir uns eine Ausstellung vor, wo Mini-Didgeridoo ausgestellt ist, wo es geht mir so, wenn ich ein Musikinstrument sehe, besonders so eins, was so nah an der Natur ist, ne, Schilfrohr und so weiter, ist ergreifend. Einfach, ne? Also ein Musikinstrument hat eine Aura, eine ganz spezielle, und ich verhalte mich nicht wie die wilde Sau, wenn ein Musikinstrument in meiner Nähe ist. Lackrock, das ist was anderes, das hat keinen Nimbus, das ist nicht irgendwie heilig, das ist recht billig. Es ist nicht unwichtig. Das ist gerade eine Aussage. Ja, das ist nicht unwichtig zu wissen, dass nicht nur aus dem Hohen Hohes entsteht. Ja? Es entsteht aus dem Niedrigen auch das Hohe, wenn es gelingt. Oder meinetwegen aus dem Niedrigen was anderes Niedriges, was aber auch seinen Wert haben kann. Ja, ja? Und außerdem, man könnte das also jetzt auch noch gendertheoretisch aufwerten. Nicht? Man stelle sich vor, wir haben Charles Bukowski, aber eine Autorin, die das auch treibt und tut, hochinteressant. Ich glaube, es hat mich nicht so viel gekostet. Ich war auch noch sehr jung. Und das Interessante ist, ich war ja damals nicht Autorin, aber ich war ja da mit anderen. Aber seitdem ich Autorin bin, muss ich sagen, dass ich die meisten Situationen, die ich als Privatperson vermeiden würde, als Autorin meistern kann. Was weiß ich, wir waren auf Sizilien, ich musste die Familie mitnehmen, es war eigentlich eine Recherche und die beiden, also mein Mann und meine Tochter, waren komplett baff, weil sie wussten, dass ich eigentlich Angst habe vor Menschen, aber wenn ich etwas im Fokus habe, und da haben wir einen alten Deutschen getroffen in einem sizilianischen Ort, der dann als die Figur des Itzehu eingegangen ist in auf dem Seil, und im Grunde habe ich ihn gesehen und er hatte sofort sozusagen so ein Zielkreuz auf der Stirn, denn ich wusste, mit dem musst du reden. Und wenn er sagt, ich zeige dir meine Höhlenwohnung, dann musst du in die Höhlenwohnung gehen. Und du musst dir da alles angucken. Und du musst dir alles anhören, was er sagt. Und manchmal ist das so.
Höhlen sind ja auch etwas, was Sie offenbar sehr beschäftigt. Sie schauen sich Filme an über Höhlenmenschen wie Croods. Ja. So. Ist das vielleicht noch eine Idee? Gibt es irgendwelche Leute, die von Höhlen nicht fasziniert sind? Also ich meine, apropos Höhle, unter dem Haus meiner Ururgroßmutter gibt es eine sehr große in Kalkstein gehauene Weinkeller, was etwas sehr, sehr Höhlenhaftes hat. Und das, man muss sich den Kalkstein nicht weiß vorstellen, das ist ja schon total grau angelaufen und es sind so kleine Auswüchse dran, wo ich als Kind dachte, das wären Tropfsteine, aber es hat sich herausgestellt, dass es Schimmel ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, auf welchem Wege kommen in diesen, jetzt wird es eklig, in diesen Keller, in der Nähe ist ein kleiner Bach, kommen die Ratten rein und fressen immer die Kartoffeln an. Aber wir stellen uns nicht an, wir schneiden die Rattenzahnabdrücke weg und essen die Kartoffeln, weil wir sind nicht Bioladen-Grüne. Sondern ja, Leute, die diese Dreckskartoffeln geerntet haben und dann sind die Ratten gekommen und was sie uns übrig gelassen haben, das essen wir. So ist das Leben. Also das ist eigentlich so die Urhöhle. Ja, das liegt auch ein bisschen wahrscheinlich an der Herkunft, muss man dann sagen. Ja, also wenn Sie hier in der Gegend sozialisiert werden, kennen Sie diese ganzen Urmenschenhöhlen und wissen, die große Tradition des Homo sapiens und so weiter. Und da kommen wir her und dann haben Sie ein Verhältnis zu Höhlen. Da gehen Sie erstmal in die Knie und beten zum heiligen Gott des Idealismus und solche Dinge. Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich ganz anders. Obwohl ich das sehr schön finde, also diese Höhlenmenschenzeichnungen, das ist auch wirklich, das hat auch so eine heilige Aura, muss man wirklich sagen. Ich meine, hey, die Typen wurden 32 Jahre alt, bevor sie starben, ja, und davor haben sie noch die Zeit gefunden, ein Kunstwerk zu schaffen. Also eigentlich war es ja eher ein im Grunde eine rituelle Handlung, aber da siehst du mal wieder, Kunst ist eine rituelle Handlung, nicht wahr? Das ist es in jedem Fall. Man fragt sich oft, wenn man ihre Texte liest, wo kommen eigentlich diese Gegenstände her? Der graue Schal von Darius Kopp, der alte graue Schal. Der Schrott, der übrig bleibt von armen Menschen, die nichts besitzen. Ich zähle jetzt auf einer Hand ab, was nach meinem Urgroßvater übrig geblieben ist, dieser graue Schal, eine schwarze Weste, die im nächsten Roman vorkommen wird. Einige Fotos von ihm, und die frühesten Fotos von ihm sind aus den 60er Jahren, und er ist 1896 geboren. Das heißt, er war schon über 60, bevor es das erste Lichtbild, schwarz-weiß, gezackte Ränder, von ihm gibt. Und das ist unser Erbe, und diesen Schal trägt mein Mann heute, denn meine Oma hat es ihm irgendwann feierlich überreicht. Und dieser Schal sieht, apropos aus, wird tatsächlich, als würdest du so ein schon sehr totes Tier um den Hals tragen. Ja, es ist, manche eleganten Leute würden das nicht anziehen, aber mein Mann trägt diesen Schal. Damit haben wir doch tatsächlich noch ein Kleidungsobjekt. Das wird immer spannender. Ich glaube, das wird ein ganzer Kleiderschrank. Also der Schal. Aber soll ich Ihnen was sagen? Aber es ist ein absolut niederschmetternder Gedanke, dass dieser Schal hier irgendwo in so einer Box liegt. Also das ist wie der Friedhof der Kuscheltiere. Also das muss nicht sein. Ich muss sagen, wenn man bedenkt, ist dieser Schal nichts, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hat der Schal nicht verdient. Ich würde sagen, ich würde ihn gerne in eine, apropos Ausstellung, es sollte ununterbrochen Ausstellungen geben, oder? Würde ich diesen Schal gerne sehen, aber der Gedanke daran, dass der Schal in so einer Box liegt, das ist doch sinnlos. Und wir haben wahrscheinlich noch mehr Schals im Archiv. Man könnte den dann ausstellen in einer Reihe. Die Schals. So 30, 40 anderen Schals, dann fällt das nicht mehr so auf. Wie auch immer. Ja, naja, aber so, ich gehe mir nie auf die Idee, diesen Schal einzureichen. Ich erzähle mal, wo auf welche Idee ich komme. Zum Beispiel, hier sieht man, dass das mal mit Tesafilm an die Wand geklebt war. Das ist eine Übersetzung von einem Gedicht von Lajos Koschák, die ich gemacht habe. Und das ist mit so einer elektrischen Schreibmaschine, das gibt es also nur hier.
Also es ist noch nicht im Computer. Aber es kostet mich ein Lächeln, das entweder einzuscannen oder abzutippen. So. Aber das fiel mir ein, oh, ein Original in dem Sinne. Mhm. Mhm. Das kann doch so bleiben. Ja, das ist auch irgendwie schön. Da sieht man mal wieder, was ich für ein Kind war. Ne? Ich habe es als Studentin, ich habe das so getippt und als es fertig war, habe ich es mit dem Tesafilm. Und das ist, bevor Sie Autorin wurden? Das war, bevor ich Autorin wurde. Ich habe Hungarologie studiert, UA. Und wenn man, also ungarische Sprache und Literaturwissenschaft im Ausland studiert, passiert da sehr viel Komparatistik und sehr viel Übersetzungswissenschaft. Und wir haben ununterbrochen irgendwelche Übungen gemacht. Und ich schätze mal, das war eine davon. Ich war mir gefiel es sehr. Ja. Das ist auch ein wichtiges Dokument. Wenn Sie alles andere vor dem Autorinnenwerden uns eigentlich verbergen wollen, dann wird das umso wichtiger. Ja, aber also da immer ist klar, später, dass ich da, warum habe ich es mitgebracht oder aufgehoben, weil mir klar ist, dass das ja bereits etwas Autorinnenhaftes ist und etwas damit zu tun hat, was ich später auch gemacht habe, viele Übersetzungen. Das ist eine der ersten und ja schon sowas wie ein Werk. Und da steht aber weder mein Name drauf, noch der von Koschak. Das muss ich also noch draufschreiben, weil niemand erkennt Koschak hier. Das ist ein Problem, aber das macht es umso spannender. Wir interessieren uns natürlich auch für Bibliotheken, für die Werke, die Sie gelesen haben, möglicherweise sogar für Anstreichungen oder kleine Randnotizen. Mhm. Auch da freut sich die Wissenschaft, wenn man dann eventuell sehen kann, ach, das hat sie von Esterhazy. Oder ja, ich habe eine Frage an Sie. Ich bin so aufgewachsen und das hat man uns auch in der Schule immer gesagt, schreib nicht in Bücher rein. Ich schreibe nicht in Bücher rein. Ne? Obwohl ich meine, das ist es ist ja kein Einzelstück, es ist ja kein Original Skulptur, sondern ist vervielfältigt. Und man könnte ja in ein Exemplar was reinschreiben und dann könnte man noch ein unberührtes da haben, aber ich schreibe in der Tat nicht in Bücher rein. Ich kann mich nämlich erinnern, in der Grundschule gab es mehrere kurze Lesetexte zu dem Thema Mach keine Eselsohren in Bücher. Ja, Sie sind streng erzogen worden. Also das war die Schule und was auch ganz wichtig war, woran sich aber niemand gehalten hat, war, du sollst nicht, wir hatten so Holztische und man sollte nicht auf die Tische schreiben. Und selbstverständlich haben alle Kinder auf die Tische geschrieben und die waren dann immer voll. Sie nicht? Ich nicht. Und auch nicht in Bücher, auf gar keinen Fall. Obwohl Sie ganz bestimmt beim Lesen der Rabbit-Romane irgendwann dachten, ja, hier muss ich einen Strich machen. Interessanterweise nein. Also ich komme einfach nicht auf die Idee, das zu tun. Ich muss noch etwas über mich erzählen und die Handschriftlichkeit, wovon ich von Anfang an in meinem Studium wusste, dass das falsch ist, was ich da tue, dass ich versucht habe, so wenig Notizen wie möglich zu machen bei Vorlesungen, mit dem Ergebnis, dass ich nichts kapiert habe und ich die Notizen einer Mitstudentin benutzen musste, als ich zu der Prüfung ging. Aber ich konnte mich nicht dazu bringen, ausführliche und verständliche Notizen zu machen, sondern irgendwie nur so irgendwelche Stichworte. Und natürlich vergisst du es. Du weißt es nicht mehr, was die Zusammenhänge waren. Und ich überlege mir, womit das zusammenhängt, im Grunde, ich habe Angst, etwas handschriftlich aufzuschreiben. Auch dieses soll man nicht gegen mich verwenden können. Also das zeugt von großem Vertrauen und großer Beschütztheit verlaufenden Kindheit. Das ist vielleicht auch tatsächlich so ein Erbe. Ich werde ja immer nach den Ungarn gefragt, was stimmt mit denen nicht. Mit denen stimmt nicht, dass sie so aufwachsen, dass sie ganz viel begreifen, die hier sind zu allem fähig, du kannst niemandem vertrauen, es ist furchtbar. Aber gleichzeitig gibt es so viele gute ungarische Autoren, wie erklären Sie sich das denn? Weil in der Literatur bist du dann interessanterweise frei und da spielen aber Leute wie Esterhazy auch eine große Rolle, der sagt, ich mache das so, wie ich denke. Und es reicht ja, wenn es einer macht und es kann erscheinen. Und warum konnte es erscheinen? Weil er heißt, wie er heißt, damit das System sagen konnte, wir haben denen alles weggenommen, wir haben seinen Vater sozusagen
wie nennt man das auf Deutsch, also ein, also wenn man ihn verpflichtet als Agent, aber ihn lassen wir studieren und er kann sogar einen Brief herausbringen, ein Buch herausbringen, damit ihr seht, hier ist alles möglich. Dass das dann sozusagen die ganze Literatur mit sich gerissen hat. Aber das Schöne war, sie haben nicht sehr viel davon verstanden. Also, und das ist bis heute so. Das heißt, aus diesen Narrativen der Repression, wie Sie es auch nennen, ist die Literatur, die ist eigentlich davon ausgenommen, ein Stück weit. Die kann sich davon... Weil die Leute, die uns unterdrücken, das nicht kapieren. Also die bleiben schon auf einer sehr, sehr frühen Ebene stecken. Und die sagen ja bloß, ja, die spinnen einfach. Und es ist aber so interessant, es gibt in Ungarn, jedes Jahr erscheint eine Anthologie der besten Erzählungen des Jahres. Sie sind nicht immer gut, aber was mir immer auffällt ist, sie bilden exakt das ab, was gerade ist. Und das ist absolut faszinierend. Und unsere Machthaber lesen das natürlich nicht. Und wenn sie es lesen würden, ich glaube, die haben natürlich auch eine andere Wahrnehmung als unsereins, weil in dem Moment, wo du Macht hast, hast du eine andere Wahrnehmung. Und es ist so tröstlich zu sehen in diesen Geschichten, die wissen das nicht, aber hier steht es und es wird noch weiterhin dort stehen und man wird mit dem Finger drauf zeigen können, genau so war es in diesem Jahr. Das ist ja eine etwas andere Konstellation als in der DDR, in der Literatur ja eine große Rolle spielte und man sehr genau aufpassen musste, wer schreibt was und wo und die IMs, die dann noch in den Szenen der Lyriker in Ostberlin unterwegs waren und so. Obwohl ich immer dachte, dass die Lyrik da die meisten Möglichkeiten hatte. Das ist wahrscheinlich so, aber gleichwohl war eben die Literatur ja durchaus ein Bereich, den man genau angeschaut hat. Und gerade deshalb, weil man dort auch Widerständiges vermutete wahrscheinlich. Hingegen scheint man da in Ungarn vergleichsweise entspannt zu sein. Nein, also natürlich im Kommunismus hat man die Leute natürlich auch beobachtet alles. Und es gab Leute mit Publikationsverbot, aber ich muss sagen, offensichtlich ist diese kleine Sprache sozusagen so, hat solche Haarwurzeln und ist so durchschlagskräftig, dass trotzdem noch was übrig geblieben ist. Bei Ihnen ist es ja so, dass Sie sagen, ich bewege mich eigentlich in einer Art Hybridwelt, also weder so recht in Ungarn noch in Deutschland. Also der Großvater hat keinen ungarischen Namen, sondern der heißt einfach Großvater zum Beispiel. Ja. Und wie würden Sie das beschreiben? Also Ihr Werk ist eigentlich deterritorialisiert, ja. Heute ist der Tag der Versprecher. Das sind ja auch schwierige Worte. Der Vorlass auch. Nicht so sehr, also ich zum Beispiel oder jemand, der sich in beiden Kulturen auskennt, kann alles ganz genau sozusagen verorten. Die Frage ist, was würde es an mehr bringen? Und ich habe tatsächlich in seltsamer Materie versucht, keine ungarischen Namen zu geben, weil ich das Gefühl hatte, dass es das einengt, weil es zu meinem Pech auch noch in dem Jahr herausgekommen ist, als Ungarn Gastland der Buchmesse war. Und und trotzdem bin ich irgendwie die Berufsungarin geworden. Aber ich wollte sozusagen aus diesem, es ist ja eh schon schlimm genug, es ist ein Grenzgebiet und alles. Ich wollte nicht, dass es eingeengt wird dorthin. Und in diesen Geschichten, wenn sie besonders von Kindern erzählt werden, ist doch egal, wie Großvater heißt, er ist der Großvater. Mhm. Und die Mutter schickte die Kinder in den Wald, wo die Hexe wohnte. Ja, ich meine, so ist es. Und mittlerweile natürlich bei Darius Kopp, zum Beispiel, das ist auch ein hybrider Name, und was wenige wissen, außer ich erzähle es, ist, dass der Nachname aus einer Minutennovelle kommt, aus einer ungarischen Minutennovelle. Dort heißt die Figur Lukas Kopp. Aber es gibt keine Anstreichungen in der Minutennovelle. Nein, es gibt keine Anstreichungen. Sowas, aber das Witzige ist, dass zum Beispiel, es gibt ja auch einige, hauptsächlich Ungarinnen, die Germanistinnen sind zugleich. Und es ist sehr faszinierend, weil jemand hat mal ihre Magisterarbeit darüber geschrieben, über alle Tage, und sie hat tatsächlich fast alles gefunden. Mit ihrer Hilfe oder ohne? Nein, ohne. Das war das Faszinierende. Dann dachte ich mir, okay, sie hat die gleichen Sachen gelesen wie ich.
Das kommt ja nicht sehr häufig vor. Also es ist manchmal so schwierig, auch wenn man sich mit Kollegen unterhält, weil jeder hat so seinen Kosmos. Und manchmal ist es ganz irritierend, dass es kaum Überschneidungen gibt oder Berührungen. Ja. Wir kommen, müssen jetzt so langsam zum Ende kommen. Oh, unsere gut. Zeit ist schon um. Aber einen Kosmos haben wir jetzt nicht behandelt und ich verweise einfach vielleicht am Schluss darauf. Karin Graf hat sich immer gewünscht, dass wir uns mal kennenlernen. Und das geht also offenbar mitten in ihr Netzwerk hinein, dass sie uns zur Analyse vorschlagen. Ich werde Ich denke, wir sollten vielleicht jetzt schließen mit einem schönen Gruß an Karin Graf. Und revanchieren uns mal bei ihr mit einem Geschenk. Irgendein Karin Graf-Geschenk. Und sie muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass alles, was sie Ihnen schenkt, möglicherweise im Archiv landet, dereinst, wenn Sie es nicht vorher kassieren. Gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Herzlichen Dank. Danke. So.